Vor 1,5 Jahren keimte die Idee zu einer Privatuniversität auf dem ehemaligen Gelände der Firma Rupp Käsle in Lochau. Noch ist nicht viel davon zu sehen, aber die Planung für die Privatuni Vorarlberg, die steht bis ins Detail. Zum Wintersemester 2013/2014 sollen dort die ersten Studenten begrüßt werden. Aber nicht einzelne Fächer, sondern interdisziplinäre Studiengänge stehen dann im Fokus. Die Berührungs- oder die Schnittstellen zwischen klassischer Architektur, soll heißen Entwerfen, Gestalten, Konstruieren, und Gesichtspunkten der Ökologie, der Energieeffizienz, der Klimafragen einerseits, auf der anderen Seite medizinische und psychologische Fragen, also menschliches Wohlbefinden in jeder Hinsicht, das sehr stark determiniert wird von seinem baulichen Umfeld. Und drittens der Außenraum, die Gestaltung von Siedlungsräumen, von öffentlichem Raum, das sind die Hauptfächer. Die Studiengebühren liegen bei 2.000 Euro bei den Bachelor- und 4.000 Euro bei den Masterstudiengängen pro Semester. Doch damit liege man im internationalen Vergleich noch im unteren Bereich, so die Vertreter der Arbeitsgruppe. Außerdem finanziere sich dadurch die Privatuniversität. Vorwiegend aus Studiengebühren, dann aus Einnahmen aus der Forschungstätigkeit, die für uns sehr wichtig ist, die Basis ist, Forschungsstipendien, Forschungsaufträge von nationalen und internationalen, vor allem auch von europäischen Einrichtungen. Und drittens von den Trägern der Universität, die, wie gesagt, Privatuniversität, weit überwiegend privat sein werden. Dafür werde den Studierenden aber auch ein Studium von höchster Qualität geboten. Davon ist die Arbeitsgruppe überzeugt. Schließlich werden in jedem Studiengang nur 22 Studierende zugelassen. Nachdem sie die Zugangskriterien erfüllt und ein individuelles Bewerbungsgespräch erfolgreich absolviert haben. Mindestens 30 Millionen Euro investiert die Universalis Projektentwicklungs- und Errichtungsgesellschaft in den Unistandort. Ein Campus Scientia, und im Campus enthalten ist die Universität als Mittelpunkt. Darum entsteht die Forschung und Entwicklung. Es werden auch Dienstleistungsbüros dabei entstehen, Mensa, Restaurants, öffentliche Bereiche wie Galerien. Es werden auch Büros und Wohnungen dabei entstehen. Sowohl die geplanten Baumaßnahmen als auch das Konzept und die Finanzierung der Privatuniversität stehen. Im Frühjahr muss alles durch den österreichischen Akkreditierungsrat abgesegnet werden. Und wenn das der Fall ist, sollen in Lochau ab 2013 zukunftsfähige Lebensräume gestaltet werden.